Also die Stimmung mit der Fusion ist in der Tat gespalten oder war gespalten. Ich selbst empfinde es im Moment als abflachend. Es gibt immer noch Bestrebungen, die Richtung Bad Kreuznach diskutieren, Bad Kreuznach-Meisenheim vielmehr. Wobei man sagen muss, dass der Schluss nach Roggenhausen nicht unbedingt ein falscher ist. Für mich persönlich gibt es jetzt nur den Weg nach vorne. In dieser Richtung werden wir von der Liste her unterwegs sein, in dieser Richtung werde ich unterwegs sein. So, also ich habe auch mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ich war in sehr vielen Ortsgemeinden und die Stimmung war gemischt. Also das ging so vom einen, dass man jetzt nicht genau kommuniziert hat, wie es zum Beispiel mit den Schulen und Kindergärten weitergeht. Was noch immer wieder Thema war, war die Gesundheitsversorgung oder auch die Werke. Was mir noch ganz wichtig wäre, das habe ich auch so empfunden, dass die Leute gesagt haben, es ist nicht wichtig, dass man, oder es ist wichtig, dass man nicht nur Verband macht neu, sondern auch eine neue Verbundenheit. Man muss ganz klar sagen, das Fusionsthema ist mehr hier unten, in Alsens-Obermoschel ja Thema. Hier unten die Menschen in Alsens-Obermoschel, die sind halt sehr enttäuscht, wie das Ganze gelaufen ist. Weil es halt schlecht kommuniziert worden ist. Die Leute haben sich nicht mitgenommen gefühlt. Von der Landesregierung, zum Teil auch von dem VG-Rat. Hat den Menschen halt schon für viel Enttäuschung gesorgt. Und das ist halt was, wo man jetzt auch dran arbeiten muss, dass das schnell überwunden wird und dass das halt auch wieder eine Gemeinschaft gibt. Dass wir halt uns, wir sind Nordpfälzer, wir sind eigentlich alle Nordpfälzer. Und wir sind aus einer Region und dann muss man gucken, dass man das schnellstmöglich wieder zusammenführt. Es ist viel Porzellan zerschlagen worden. Die Menschen hier in der Region fühlten sich damals jetzt nicht mitgenommen. Es gab Bürgerbegehren. Man fühlte sich nicht verstanden, auch von der Landesregierung. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass alle dem recht positiv gegenüberstehen. Natürlich war das letzte Bürgerbegehren, wo wir auch im Verbandsgemeinderat darüber entscheiden mussten, keine einfache Geschichte, insbesondere für mich. Es war meine schwerste Sitzung, die ich bislang hatte. Was die Menschen in der Verbandsgemeinde Roggenhausen anbelangt, glaube ich, ist man ohnehin sehr positiv dieser Fusion gegenübergestellt. Das zeigte auch meines Erachtens die Entscheidung der Ortsgemeinderäte, dass alle Ortsgemeinderäte sich geschlossen zu dieser Fusion bekannt haben. Ich glaube, da ist die Stimmung von Anfang an doch recht positiv gewesen. Und ich glaube, wir sollten jetzt alle doch ganz zuversichtlich sein, dass wir jetzt gemeinsam eben in eine gute Richtung gehen, gemeinsam einen guten Weg finden und daran sollten wir arbeiten und festhalten. Natürlich ist allen dran gelegen in dieser Runde, sonst wird man ja nicht kandidieren als Bürgermeisterin oder als Bürgermeister für eine neue VG Nordpfälzer Land, dass das Ganze zusammenwächst. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Was mir wichtig ist, ist, dass ich generell kein Freund von Fusionen bin. Und wenn ich jetzt diese Fusion betrachte, dann haben vorher die Verbandsgemeinden Alsen-Obermoschel und die Verbandsgemeinde Roggenhausen mit zwei Stimmen gesprochen. Zukünftig werden sie nur noch eine haben im Kreis der Bürgermeister in Rheinland-Pfalz. Das ist die grundlegende Position. Allerdings war ich von Anfang an der Meinung, wenn man fusionieren muss, dann sollte man die Fusion nehmen, die passt. Und da waren wir schon immer der Meinung, Alsen-Obermoschel und Roggenhausen passen gut zusammen und haben das auch von Anfang an so gesagt. Was mir besonders wichtig ist an dem, was jetzt kommen mag, ist, dass wir die einzelnen Projekte für die einzelnen Dörfer bestimmen. Entscheidend ist, dass der Bürgerservice bleibt, mindestens genauso gut wie bisher ist und dass die Projekte auf den Dörfern realisiert werden oder in der Stadt Roggenhausen.